In Griechenland sind wegen der starken Hitze antike Städte wie die Akropolis für einige Stunden geschlossen. Für Donnerstag werden Temperaturen von bis zu 43 Grad Celsius vorausgesagt. Südwinde aus Nordafrika bringen die heiße Luft und Staub nach Südeuropa. Die Stadtverwaltung von Athen verlängert die Öffnungszeiten ihrer Gemeindezentren, damit ältere und andere schutzbedürftige Menschen sich in den klimatisierten Räumen etwas erholen können. In ganz Athen sind Sanitäter verteilt und sollen helfen. Der Akropolis-Hügel mit einigen der berühmtesten historischen Stätten der Welt wurde zwischen 12 und 17 Uhr geschlossen. Mitarbeiter des Roten Kreuzes verteilen Wasserflaschen an Touristen. Touristen, die die Städte in dieser Zeit besuchen wollten, sagen, sie seien unzufrieden mit der Kommunikation. Die geplante Schließung wurde nicht im Voraus mitgeteilt. No, we were not informed. We bought our tickets yesterday at a ticket box. For the time slot between 12 and 12 and 1 hour today, but we could afford the tickets and there was no explanation that we would be closed to the airport. Das griechische Innenministerium hat in einem Rundschreiben Angestellte mit gesundheitlichen Problemen angewiesen, von zu Hause aus zu arbeiten.